Auch wenn die Musik vielleicht etwas anderes sagt, wir sind im Litauen der Gegenwart, genauer gesagt in Kaunas. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hanseblick aus der heimlichen Hauptstadt Litauens. Wir machen natürlich auch einen Abstecher in die Vergangenheit, wollen Ihnen aber vor allem das Kaunas von heute vorstellen. Am Rande wird es auch um Rom und Paris gehen. Was das bedeutet, Sie dürfen gespannt sein. Mit dieser Zahnradbahn überwinden die Kaunaser seit 70 Jahren einen 27 Meter hohen Hügel. Sie benutzen die Bahn dabei wie ein ganz normales Verkehrsmittel für umgerechnet 15 Cent pro Fahrt. Die Bahn ist also keine Touristenattraktion und die Wagen werden nicht etwa in der Bahn, sondern von hier aus gesteuert. Das ist nur eine unserer Entdeckungen in der zweitgrößten Stadt Litauens. Wir haben uns jemandem angeschlossen, der in Kaunas wirklich jeden Winkel kennt. Und er ist kein Stadtführer. Die Laisvės Alėja, die Freiheitsallee, sein Zuhause. Die Cafés auf dem Boulevard, seine Arbeitszimmer. Hier beobachtet Schriftsteller Gintaras Patackas das Leben. Hier schreibt er, denkt nach über Gott und die Welt, die Frauen und seine Heimat. Litauen ist eine Republik mit zwei Polen. In Amerika gibt es Washington und New York. In Deutschland Berlin und Bonn. In Russland Moskau und St. Petersburg. Bei uns sind es Vilnius und Kaunas. Die Intelligenz geht nach Vilnius. Aber ich gehöre hierher. Zwischen Kaunas und Vilnius herrscht eine angespannte Atmosphäre. Kaunas im Schatten der Hauptstadt, die ewige Zweite. Für Patackas ist Kaunas ein bisschen wie Florenz. Das Zentrum, streng geometrisch geplant, gelegen im Tal von zwei Flüssen. Die Nemunas, der Strom, den die Deutschen Memel nennen, fließt hier mit der Neris zusammen. Kaunas, 700 Jahre alt, eine Stadt mit vielen Gesichtern und wechselvoller Geschichte. 20 kurze Jahre lang war Kaunas nicht die Nummer 2 hinter Vilnius, sondern wirklich Hauptstadt. Von dieser Zeit, von 1920 bis 1940, zehren die Einwohner noch heute. Das mittelalterliche Kaunas, Zunfthäuser am Markt und die Kathedrale, die größte gotische Kirche Litauens. Manche Häuser schreien nach Sanierung. Die heutige psychiatrische Klinik war im 16. Jahrhundert ein Fürstenpalast. Doch Geld für Denkmalpflege ist knapp im Osten. Jetzt hofft Kaunas auf Gelder von der EU. Auf der Freiheitsallee prallen die Gegensätze aufeinander. Bettler hocken vor schicken Cafés, in den Läden werden westliche Waren angeboten, die sich nur wenige leisten können. Die Arbeitslosigkeit beträgt 9%. Wer kann, verdient sich ein Zubrot durch Straßenverkauf. Eigentlich illegal, aber geduldet. Die Bevölkerung ist ärmer geworden. Früher hatten wir eine stärkere Mittelschicht. Heute sind so um die 5% von ganz Reichen entstanden. Das sieht man auch im Stadtbild. Und wahrscheinlich haben wir auch 5% Obdachlose. Die hatten wir früher nicht. Der Besitzer dieses Dienstwagens meint, in ein großes Hemd muss ein Körper erst reinwachsen. Willus Pleppis hat einen Termin bei einer deutschen Bank, der NordLB. Er braucht Geld. 85.000 Euro kosten die neuen dreidimensionalen Messmaschinen, die der Stahlwerkdirektor kaufen will. Schließlich muss er auf dem EU-Markt bestehen. 1993 hat Pleppis Teile eines ehemaligen sowjetischen Kombinates mit Hilfe westdeutscher Partner privatisiert. Auch Valeria Ragelienne arbeitet bei High Steel. Sie stanzt Teile für Autos. Welche, weiß sie nicht genau. Der Vertrieb läuft über Deutschland. Selbst Mercedes ist Abnehmer. Mittagspause. Für etwa 1,5 Euro gibt es eine Suppe und ein Hauptgericht. Der EU sehen die meisten gelassen entgegen. Ich meine, es wird auch bei uns in Litauen so werden wie in den anderen EU-Staaten. Das kommt, das kommt. Da muss man sich eben anpassen. Die Auferstehungskirche. Auf Anordnung Stalins wurde sie 1954 zur Radiofabrik umgebaut. Auch hier hat Valeria an einer Presse gearbeitet. Seit 1990 ist die Kirche wieder Gotteshaus. Seitdem wird saniert. Mal mehr, mal weniger. Alles eine Frage des Geldes. Kirchen als Lagerräume, als Fabriken. Im Kloster Pažaislis befand sich zu Sowjetzeiten eine Irrenanstalt. Schwester Julita wohnt hier. Die Schwestern des heiligen Kasimir kamen 1920 zum ersten Mal nach Pažaislis.
Zu Sowjetzeiten wurden sie verjagt. 1992 zogen sie zurück. Das Kloster, mal katholisch, mal russisch-orthodox, mal sowjetisch-atheistisch, typisch für die Wechselbilder der litauischen Geschichte. Als wir zurückkamen, sah es schrecklich aus. Der ganze Hauptaltar war zugedeckt. Es war noch die Ikonenwand aus russischen Zeiten zu sehen. Die Kirche wurde in der Sowjetunion als Lagerraum genutzt und so haben wir sie vorgefunden. Schwester Julita ist zu sowjetischen Zeiten dem Orden beigetreten. Nonne im Untergrund, beobachtet vom KGB. Heute lebt sie ihren Glauben in Freiheit und erzählt Touristen vom Schicksal ihres Klosters. Kurze Denkpause auf der Allee und der Dichter zieht weiter in eine Bar der Abgestürzten, der Gestrauchelten. Fast wäre Patatskas selbst zum Säufer geworden, hat mehr getrunken als geschrieben. Das ist vorbei, die Stadt und ihre Gesichter. Jedes Haus eine Geschichte. Dieses Holzhaus wurde in der Zarenzeit gebaut und war immer ein Zentrum der Unabhängigkeitsbewegung. Ludas Dambrauskas gründete hier den Rat zur Befreiung Litauens. Zweimal Lager in Sibirien. Zuletzt bis 1987. 1989 wurde er rehabilitiert. Sohn und Mutter erinnern sich. Ich habe meinen Mann nach 10 Jahren Lager geheiratet. Ich habe ihn dazu bewegt, seine Memoiren vom Aufenthalt im Lager aufzuschreiben. Das hat ihm dann die zweite Haft eingebracht. Mehrere Bände Schrecken und Leid aus dem Lager. Wenn die Aufzeichnungen nicht gerade im Land kursierten, wurden sie in einem Regal mit doppelter Wand vor dem KGB versteckt. Woanders leben? Niemals, sagt die Mutter. Und auch für den Sohn ist es eine Ehre, in diesem Haus zu wohnen. Deshalb saniert er, seit 15 Jahren. Und enden wird das wohl nie. Noch ein Schwatz auf dem Boulevard, dann geht Vinkaras Patatskas nach Hause. Er hat sich durch die Cafés gearbeitet. Morgen wird er wiederkommen, als Zeuge dieses Lebens, sagt er. Das war ja auch schon unser Hanseblick aus Kaunas, aus der litauischsten aller Städte Litauens, wie man hier sagt. Wenn Sie mögen, seien Sie auch dabei, wenn Elke Bendin und Thomas Hass am Ostersonntag auf einem Trike die Müritz-Region erkunden. Natürlich zur gewohnten Zeit um 18 Uhr. Ich verabschiede mich hier von Ihnen aus Kaunas und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.